Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge World of Tanks Replays zusammen mit eurem Rio und heute mit dem T-34. Ja, auf der Map Lakeville. Gespielt wird das Ganze vom lieben Tankkiller 89-94-18 aus dem Clan Afro. Und er ist zusammen im Zug mit dem Tank Bobs Brother. Ja, der T-34 hat ja ein HD-Rework gespendiert bekommen, also ja, strahlt quasi in neuem Glanze. In diesem Zuge wurde er auch tatsächlich etwas gebufft, und zwar die Kommandoluke oben. Die ist bei weitem nicht mehr so ja, leicht zu treffen und stark zu durchschlagen, wie es früher der Fall war. Also man konnte mit dem T-34 ja kaum mehr irgendwie sich Hulldown hinstellen, ohne dass da jeder durchgeschossen hat. Ansonsten vielleicht an der Stelle noch eine kleine Information in eigener Sache. Das ist das allererste Video, was ich aufnehme mit meinem neuen Rechner. Und ich habe festgestellt, dass meine alte Soundkarte nicht in den neuen Rechner reinpasst. Warum ist das so? Nun, meine alte Soundkarte ist eine normale PCI-Karte und heutzutage gibt es PCI ja nicht mehr so in der Form, sondern nur noch PCI Express eigentlich. Entweder diese ganz kleinen Stecker, das sind PCI Express mal 1, meine ich. Ist aber auch kompatibel zu ganz normalen langen PCI Express Lanes, also da, wo eine Grafikkarte drauf gesteckt wird. Das vielleicht mal kurz als Info, da passen auch die kleinen PCI Express Karten rauf, also die nur ganz wenig Pins haben, weil da nur die Pins benutzt werden, die man tatsächlich auch, oder die Karte tatsächlich auch verwendet. Hier übrigens ein ganz glücklicher Schuss auf den T28 Bot. Sie haben sich hier für die 1er-2er Linie entschieden und drücken hier nach und nach vor, das seht ihr auch. Ja, aber deswegen, gerade wegen der Grafikkarte, wegen der Soundkarte, kann es vorkommen, dass vielleicht meine Stimmaufnahme noch nicht ganz so ausgreift, noch nicht ganz so schick ist, wie es sonst der Fall war. Ich muss mal gucken, werde mal austesten, wie sich das anhört. Aktuell bin ich eben über Onboard-Sound, der bei dem Motherboard jetzt nicht wirklich schlecht ist, aber wie gesagt, dedizierte Grafikkarte, dedizierte Soundkarte ist immer noch was anderes als Sound on Board und da kann ja noch so ein guter Chip drauf sein. Das ist einfach Gesetz der Dinge, dass so eine dedizierte Soundkarte, die sich speziell auf diesen Punkt konzentriert und dafür auch einen eigenen Soundprozessor hat, natürlich ein bisschen was anderes ist als eine dedizierte, als eine Onboard-Lösung. Aber egal, deswegen, das wollte ich nur mal ganz kurz gesagt haben. Sie sind hier schon relativ gut vorangeschritten. 1er-2er Linie drücken sie so nach und nach durch. Schon ein paar Schüsse hier rausgehauen. 1000 Schaden hat der Tankkiller hier aktuell auf seinem Konto. Und sein Zugpartner, der Tank Bobs Brother, der hat bereits 2 Kills. Also der macht hier momentan immer das Finish der ganzen Panzer. Und ja, man könnte sagen, ergänzen sich da wunderbar, nicht wahr? Aber ja, mal schauen. Geht hier sukzessive weiter vor. Da am Pershing gebounced, ein bisschen besser gezielt hätte er, ein bisschen besser zielen hätte er da schon können. Und ansonsten hat er hier auch noch einen T26E4 vor seiner Nase. Aber ja gut, anstatt jetzt auf den T26E4 zu gehen, lieber dem AFKler einen reindrücken. Das habe ich natürlich nicht gesehen und nicht gewusst. Das ist halt auch schon wieder gerade ein bisschen komisch gewesen, ne? Der T26E4, der schießt auf ihn und er bleibt aber die ganze Zeit auf den AFKler. Sowas finde ich immer total schlecht. Also wenn ich sowas dann auch sehe, da machst du keine gute Werbung für dich. Eher lieber erstmal die Leute rausnehmen, die nicht AFK sind, die noch eine akute Bedrohung darstellen, anstatt ja die ganze Zeit auf dem AFKler zu gucken. Dadurch hat er sich nämlich 2 Kellen von dem Super Pershing einfangen müssen. Aber gut, jetzt haben wir hier gerade einen Schlagabtausch, 2 Super Pershing, der Löwe im Hintergrund und irgendwo düst der Leopard noch rum. Nicht der Leopard, der Pershing. Und der müsste da noch irgendwo sein, weil er ist nicht in der Stadt aufgetaucht und er ist auch noch nicht beim Jagdpanzer 2 aufgetaucht. Wird sich zeigen, da ist der Pershing. Ja, aber ist immer gerade so ein bisschen Stellungskrieg. Da ist der erste Super Pershing raus. Und das könnte ein Hit auf dem zweiten Super Pershing sein. Gut getroffen. 3600 Schaden und, oh, das sehe ich jetzt erst. Der Tank Bobs Brother hatte bereits 5 Abschüsse. Also der hat wirklich hier die Kills ein nach dem anderen weggesnackt. Und dann steht ein T28 an der Stelle relativ gefährlich. Auch wenn der T34 einen guten Durchschlag hat.
den Weak Spot muss man da erstmal treffen. So, das war einfach ein Schuss auf die Upper Plate. Ich glaube nicht, dass der durchgegangen ist. Ah, er kriegt den auch nicht auf. Ist ja immerhin noch ein TD auf Max Range. Random Shot nach hinten. Auch vom Tank Bobs Brother. Mal gespannt, der war jetzt eine ganze Weile zu, ob der irgendwie Schaden bekommen hat. Das war ein empfindlicher Treffer. Da sieht man mal den Unterschied. 370 hat er zuerst gekriegt und jetzt hat er 478 bekommen. Mit 155 HP steht er jetzt nur noch da. Eigentlich sind beide, ja, jetzt sind beide ein potenzieller One-Shot für den T28. Das könnte ja nochmal echt ein bisschen kritisch werden. Und da war nochmal ein Hit. Das war der VK36, nur ins Haar, der geplatzt ist. Und aktuell steht es 8 zu 10. Wird, ja, knapp wird das. Nochmal ein Blindshot hinten, da wo er vermutet, wo der T28 steht. Der Pershing ist jetzt weg, die Mitte ist frei, also wenn sie Pech haben, könnte der Pershing noch von hinten kommen. Wenn ich jetzt der Pershing wäre, ich würde durch die Mitte durchdrücken, würde auf den AMX oder auf den IS gehen, würde die da versuchen wegzudrücken und dann, da kommt man auf jeden Fall dabei rum und dann würde ich von hinten an die beiden T34s ranfahren. Das würde, glaube ich, ziemlich gut funktionieren. So, sorry für die kurze Unterbrechung. Meine Frau wollte eben was von mir. Ja, also wenn ich der Pershing wäre, ich würde den AMX und den IS da wegdrücken und dann rumfahren und versuchen, auf den T34 zu gehen. Oh, und das war ja mal überraschend. Der T28 hat scheinbar wirklich Ahnung von dem, was er da tut. Ja, 41.000 Gefechte. Auf jeden Fall hat er da eine HE-Schelle geladen und hat dem T34 voll eine Medaille mitgegeben, also dem Tankkiller. Damit hat er noch empfindliche 42 HP, noch so eine HE-Kelle und er ist Geschichte. Also das war wirklich nicht schlecht, das war gut gespielt. Bin mal gespannt, was der noch so macht. Ich frage mich auch echt, wie viel HP der noch hat, weil als das letzte Mal offen war, da war der noch fast voll. Also ist jetzt die Frage, ob das der ein oder andere Blindshot tatsächlich getroffen hat oder nicht. Wenn ein Blindshot getroffen hat, könnte er selber auch One-Shot sein für eine T34. Falls keiner getroffen hat, dann bräuchten sie definitiv noch zwei Treffer. So, der Tiger 1 schießt jetzt weiter auf dem Löwen. Tiger 1 ist halt echt böse mit seiner DPM. Und da hat scheinbar irgendein Blindshot getroffen auf dem T28. Denn der hat nur noch 316 HP. Hat aber den Tiger 1 weggenommen. Schöner Schuss da vom Tank Bobs Brother. Und damit hat er seine Kriegermedaille. Der letzte Abschuss. So, das Blatt hat sich jetzt hier so ein bisschen gewendet. Ist ja interessant. Ich frage mich immer noch, wo der Pershing ist. Der ist einfach Ewigkeiten nicht mehr aufgetaucht. Also der scheint echt eine Pfeife zu sein. Naja. Eigentlich sollte er mit 11.000 Gefechten wissen, was er tut, aber irgendwie hat er die alle alleine gelassen. Da ist der Pershing. Was macht der denn da? Der muss ja da die ganze Zeit schon stehen. Ja, der Pershing hätte es reißen können. Der ist mobil genug gewesen. Guck mal, der IS ist One-Shot und der AMX ist für den Pershing eigentlich auch fast One-Shot. Schuss hier auf den T26E4. Ja, der AMX-AC, den könnte er vielleicht sogar auch, hätte er auch One-Shotten können. Also das hat er echt schlecht gemacht. An dem Pershing lag es, dass das Gegnerteam verloren hat. Also ein guter Pershing hätte hier die Runde noch reißen können. Hat auch noch 447 HP, also der hätte vielleicht sogar noch einen Schuss von einem T34 verkraftet. Und eine schlechte DPM hat er ja nicht. Ja, der steht da immer noch die ganze Zeit. Also das ist wirklich ein schlechter Spieler gewesen. Viel zu passiv mit dem Ding. Also gerade auf dem hügeligen Gelände 1er-2er-Linie. Ich frage mich, ob er hier gerade absichtlich die Kanone hochgerissen hat. Das ist nämlich durchaus eine gute Taktik, um beim T34 den Weak Spot zu verdecken. Also die Kommandoluke. Und wir sehen, der Tank Bobs Brother hat bereits 7 Abschüsse. Holt er sich jetzt seinen 8. und... nee. Doch, tatsächlich. Er hat gewartet. Hat er lange eingezielt. 8 Abschüsse hat er geholt. Meine Güte. Und der Tankkiller hier mit 4522 Schaden nominell. Mal sehen, ob ein Blindshot getroffen hat. Ist ja immer noch die Frage, ob er den T28 vielleicht irgendwie getroffen hat. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal kurz in die Statistiken und gucken uns das Ganze mal an. So, dann schauen wir uns doch mal an, was der hier so gerissen hat. Wir haben, er hat 98.000 Credits erstmal bekommen, 1333 Erfahrungspunkte in der Basis, die Confederate Medal mit dabei, die High Caliber Feuer für Effekt und ein Ace Tanker.
Und wenn wir uns den Schaden angucken, hat er 4976 Schaden gemacht. Das heißt, irgendwo war ein Blindshot-Treffer dabei. Und das war auf dem T28 tatsächlich, weil wir haben da keinen validen Treffer entdeckt. Hat sogar einen Crit reingesetzt. Also 454 Schaden an der Stelle noch an dem T28. Das war ein Treffer, der sie vielleicht sogar ein Stück weit gerettet hat. Denn dadurch war ja One-Shot und der Tank Bob's Brother konnte den T28 da ganz gut treffen. So, was wir hier haben, eine relativ besondere ja, Situation. Das sind beide Spieler im Platoon mit beiden, mit den gleichen Panzern, haben jeweils genug Erfahrungspunkte, um des Panzerass zu bekommen. Mit 1333 Erfahrungspunkte in der Basis hat der Tankkiller das Panzerass bekommen und dementsprechend wird der Tank Bob's Brother mit 1561 Basiserfahrung auch das Panzerass bekommen haben. Das ist wirklich sehr interessant. 8 Abschüsse hat er hier. Sein Kollege im Platoon hat Firefly Effect, Radley Walters, Bruiser und eben die Top Gun. Aber weniger Schaden tatsächlich. Also der Tankkiller hat hier mehr Schaden rausgehauen und der Tank Bob's Brother hat sich im Endeffekt die Kills immer gegönnt. So, im Detailed Report haben wir 18 Schüsse, 15 Treffer. 480 Block bei Armor, das ist jetzt kein wirklicher Referenzwert für den T34. Da geht deutlich mehr, wenn man ihn besser hinstellt. Beziehungsweise sie standen da nicht schlecht, aber da kamen nicht so viele Schüsse auf sie rauf. Ansonsten 98.980 hat er ohne Premium erhalten. Wir gucken uns mal an, was es mit Premium gewesen wäre. 148.470 Credits. Da kann man schon ein bisschen, ja, traurig werden eigentlich. Nach allen Abzügen bleiben ihnen 70.064 Credits. Und Reingewinn mit Premium wären es 119.554 Credits. Die Erfahrungspunkte 1333 Basiserfahrungspunkte, wie gesagt, nach normalem Bonus für Premium-Vehicle sind es 1466. Mit Premium-Konto wären das 2198 gewesen. Gut, ich würde sagen, das war es dann erstmal für diese Runde. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Falls ihr auch einen Replay einsenden wollt, einfach an replays@riokartlp.de schicken. Über einen Daumen müsste man sagen, oder muss ich sagen, sollte es ungefähr ein Panzerass sein. Ansonsten sollte das Spiel auch nicht allzu dominant sein. Also es sollte sich auch schon im Screen und so weiter sehbar sein, dass ihr nicht irgendwie 14 zu 0 gewonnen habt. Gut, ich würde sagen, das war es dann erstmal für diese Runde. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst mir noch einen Daumen da. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann, euer Rio. Tschüss.